Schiedsrichter guckt noch mal raus zu seinen Assistenten. Alles in Ordnung. Anpfiff zur zweiten Halbzeit. Gute Übersicht. Im richtigen Moment ist er am richtigen Ort. Großkreuz. Lewandowski. Draxler. Das Spiel ohne Ball klappt. Hoogland. Und es entwickelt sich eine Möglichkeit. Er attackiert ihn, er will den Ball. Reus. Oh ja, starkes Zweikampfverhalten in dieser Situation. Neustädter. Hüvedes. Das muss es sein! Jetzt zieht er ab! Unglaubliches Tor! Mein Gott, was ist das für ein Dribbler? Lässt ein paar Verteidiger aussteigen und dann macht er ihn auch noch selber rein. Überragend, technisch mit das Beste, was wir bisher gesehen haben. So, jetzt können wir uns den Treffer nochmal betrachten, diesmal mit einer anderen Kamera aufgenommen. Schalke jetzt vorn. Lewandowski. Marco Reus. Reus. Jetzt ist erstmal ein bisschen Tempo raus aus dem Angriff. Und nun Jefferson Fafa. Mein lieber Mann, das war aber knapp. Verfahren. Tor, wie er das macht, und Großkreuz. Lewandowski. Wenn der am Ball ist, da liegt der Tor in der Luft. Guck mal hin. Und mit diesem Tor hat er den Ausgleich erzielt. Zuschauer, dieses Tor, das kommt doch jetzt einigermaßen überraschend. Sehe ich ganz genauso, Manni, das kommt aus dem Nix, aber so macht man eben aus ganz wenig Chancen das Optimale. Und hier sieht man, warum die Trainer immer wieder fordern. Ihr müsst über Außen spielen und dann die Flanke punktgenau reinzirkeln. Hier passiert, hier das Tor. Dank seiner Übersicht konnte er den Ball ganz souverän abfangen. Ah, da entwickelt sich möglicherweise was. Hüntela. Draxler. Jetzt kann die Flanke kommen. Alles frei, jeder kann ihn haben. Hüntela. Kevin Prince Boateng.
Und wenn jetzt die Flanke noch gut kommt, ja, da kommt was auf uns zu. Jetzt hat er den Ball und jetzt hat er mehrere Möglichkeiten. Lewandowski. Marco Reus. Jetzt ist erstmal ein bisschen Tempo raus aus dem Angriff. Und die Schalker holen sich den Ball. Das sieht nach einer guten Torchance aus. Und nach wie vor ist er sehr aufmerksam in den Zweikämpfen. Da geht er so richtig schön steil. Die Mitspieler bieten sich an und trotzdem, er bleibt am Ball. Lewandowski. Großkreuz. Souverän geklärt. Matip. Greift er hin an. Draxler. Hüntelaar. Pavard. Tor ist drin. Sie gehen in Führung. Ist ja fast unglaublich. Der Trainer wechselt hier drei Spieler auf einmal ein. Jetzt habe ich nur noch eine Frage. Macht er noch eins? Das war ja schon sein zweiter Treffer. Der FC Schalke 04 hat jetzt die Nase vorn, liegt jetzt in Führung. Wenn das Spiel das nächste Mal unterbrochen wird, steht wohl ein Wechsel bei den Gästen an. Boateng. Ein wunderbarer Ball. Achtung! Hätte man sich verarbeitet. Von seinem Körper rollt der Ball ins Tor. Und wenn jetzt nach diesem Eckball ein Tor fällt, dann ist das Spiel entschieden. Jetzt wird gewechselt. Sie schaffen Anspielstationen. Und nun Jefferson Fafa. Nuri Sahin am Ball. Schmelzer. Reus. Das war knapp. Das Endergebnis 2:1. Manchmal ist ja das Ballyhoo vor dem Derby das Allergrößte. Aber diesmal, da ging es auf dem Platz so richtig rund. Ja, wunderbares Derby, überhaupt keine Frage. Und wer das gewinnt, das ist ja immer so, der zehrt davon, bis man sich wieder sieht. So, liebe Zuschauer, mein Name ist Manni Breukmann. Ich darf mich dann verabschieden nach diesem hochklassigen Spiel, wie ich fand. Und hoffentlich sind Sie beim nächsten Mal wieder mit von der Partie. Go.
que difere, totalmente livre e leve. Ao mesmo tempo que fere, a batida me causa febre, aquecida, nada interfere. Me preparo pra embarcar, eu vou levar pra qualquer lugar. Tudo que aprendi quero aproveitar, sem desistir, sem medo de errar, ganhando excesso sem desperdiçar. Se se identifique, então se posicione. Quem é real não se esconde, ao ser esse som bem alto e se emocione.